Olaf. Olaf. Und, Olaf. Olaf. Na gut, dann lasst mich raten. Ihr Name lautet dann bestimmt... Ja, das ist richtig. Tiger. Okay. Yo YouTube, was geht ab? Tiger ist wieder back am Start und willkommen zu einem neuen Video. Ja, was heißt eigentlich back am Start? Heute bin ich zum ersten Mal auf dem VP Clan Channel, denn ja, ich bin eine neue Stimme des Clans, denn ich bin als Kommentator gejoint. Heute möchte ich auf jeden Fall ein paar interessante Themen ansprechen, doch vorher noch zum Gameplay. Denn heute seht ihr eine 91er Gunstreak auf Standoff von Jonix erspielt. Schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei, Link zu ihm ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Vielleicht braucht ihr ja ein Gast-Gameplay oder so, könnt ihr euch auf jeden Fall mal bei ihm melden oder so, denn er hat auf jeden Fall richtig nice Gameplays. Und ich habe auch im Gameplay bemerkt, er hat nicht nur gegen richtige Vollidioten, nicht nur gegen Noobs gespielt, sondern da waren auch schon ein paar Tryharder dabei, die auf jeden Fall die ganze Zeit versucht haben ihn zu killen, aber er hat trotzdem auf jeden Fall eine richtig nice Gunstreak rausgehauen, also ja, auf jeden Fall richtig nices Gameplay würde ich sagen. Ja, doch bevor wir zu den Sachen kommen, die ich noch heute ansprechen möchte, möchte ich mich natürlich auch noch ganz kurz vorstellen. Ich weiß, Eigenwerbung ist scheiße, aber muss auch natürlich sein. Also ich bin der Tiger, bin 17 Jahre alt, komme aus Österreich, ich glaube das merkt man noch an meinem Akzent und ich mache natürlich auch Call of Duty Videos. Letztens habe ich meine 100 Abonnenten erreicht, freut mich auf jeden Fall. Also falls ihr vielleicht bei mir vorbeischauen wollt, Link zu meinem Kanal ist in der Beschreibung. Halt die Fresse! Okay, alles klar. Ja, aber dann würde ich sagen, genug gelabert, kommen wir zu den heutigen Themen. Denn ihr wisst ja, wir haben natürlich auch noch viele andere Channel und das sind auch wirklich richtig geile Channel und über die möchte ich euch jetzt wirklich ganz kurz, ganz gechillt informieren. Also zuerst einmal, wir haben VP Frankreich. Ja, ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt nicht jeder von euch Französisch kann bzw. Französisch versteht. Aber ich muss sagen, die haben wirklich krasse Gameplays, exotische DNAs, Nuklear Squad DNAs, Pentamorphs, also einfach nur richtig krasse Gameplays, also die kann man sich natürlich auch ab und zu gönnen, also schaut auf jeden Fall bei denen vorbei. Visitez notre partenaires français. Keine Ahnung, ob ich das richtig gesagt habe, ich habe Französisch in der Schule, aber ich bin natürlich scheiße in Französisch, aber ja, ihr wisst, was ich damit meine, hoffentlich. Ja, dann haben wir noch VP Spain und um ehrlich zu sein, Spanisch ist so eine Sprache, die ich mal gerne lernen würde, aber irgendwie habe ich keine Zeit dazu. Ja, aber die haben natürlich auch krasse Gameplays, exotische Nuked-Outs in Black Ops 2, natürlich noch Triples, also dies, das, Ananas, also einfach nur richtig krasse Gameplays. Also kann man sich auch auf jeden Fall richtig nice gönnen. Dann haben wir noch VP Cinema, also wer sich für Speed-Arts oder Intros interessiert, kann da auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich habe mir auf jeden Fall die Intros angeschaut und das sind keine 0815 Sachen, ja. Das sind echt richtig geile Intros und auch richtig nice Speedouts, also da könnt ihr auch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Jetzt geht das an alle Leute, die sich für Competitive interessieren, denn wir haben natürlich auch noch VP Esports. Da haben wir Scrims, GPs, also alles um den Competitive-Bereich, auch natürlich nur in Call of Duty Advanced Warfare zurzeit, denn das ist ja auch das aktuellste Call of Duty. Also falls ihr euch für Competitive interessiert, könnt ihr auch da locker flockig vorbeischauen. Dann haben wir natürlich auch noch VP Music, also ich habe mir da manche Songs angehört und ich muss sagen, die sind echt chillig, richtig fein, also falls für Songs interessiert oder so, könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Und zuletzt haben wir auch noch das VP Pokémon Team MLG. Nein, Spaß beiseite, dieser Scherz war natürlich mal wieder richtig gut. Ich weiß, es waren jetzt ziemlich viele Channel zum Abchecken, aber es würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr mindestens bei einem oder zwei Channel vorbeischauen würdet. Ohne Witz, das sind wirklich interessante Kanäle, also es schadet auf jeden Fall nicht, mal wirklich kurz vorbeizuschauen und sich vielleicht ein Video oder zwei zu gönnen und dann vielleicht den Kanal sogar zu abonnieren. Also es wird euch auf jeden Fall nicht umbringen, Leute. Ich denke, das sollte es auf jeden Fall gewesen sein, also schaut auf jeden Fall in die Beschreibung und checkt auf jeden Fall ein paar Channel aus. Vielleicht wollt ihr auch bei mir vorbeischauen. Und ja, ich denke, das war's auf jeden Fall. Den Rest des Gameplays hinterlege ich euch noch mit Musik. Und ja, gönnt euch noch einen schönen Tag und bis bald. Time. I can tell it's secret, I believe to know. Give me
little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell it's secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Give me what I need and I will let it go.